über das jüngste Gericht. Sie sind in einer Großstadt. Die Wellen des weltlichen Meeres haben uns in verschiedene Richtungen getrieben. Ich bin auf den abgeschiedenen Ufer der Wolke. Sie wurden in diese große Stadt verschlagen. Man könnte sagen, in die Hauptstadt der Finsternis und Sünde. An diesem Ort nehmen sie sich in Acht vor der geistigen Verfinsterung und vor der Sünde. Dort, wo viele Gefahren lauern, muss man vorsichtiger sein. Sobald man durch die gegebenen Umstände dazu gezwungen wird, sich in den Städten aufzuhalten, wo die Pest und andere ansteckende Krankheiten wüten, sollte man sich bemühen, alle Angelegenheiten so schnell wie möglich zu erledigen und die Stadt alsbald wieder zu verlassen. Und gerade dort, in der Hauptstadt der Sünde, sollte man sich ebenso verhalten. Wer weiß, ob die tüchtigste Sünde nicht irgendeine Verwundung verursacht. Wer weiß, welche Wunde sie einem zufügen wird. Es kann auch eine tödliche, unheilbare Wunde sein. Kehren Sie schnell wieder zurück, nachdem Sie Ihre Sache erledigt haben. Hier erwartet Sie eine wichtige Aufgabe. Sie müssen sich mit aller Aufmerksamkeit Ihrer Seele widmen. Verlieren Sie Ihre Seele nicht. Denn gerade dies kann sehr leicht geschehen. Und so vielen ist es schon passiert. Denken Sie daran, dass auch Sie dieses Leben durch die Türe des Sarges verlassen werden und vor Gottes Gericht kommen, vor jenes Gericht, welches auch die Heiligen Gottes fürchten, so wie jene, die Gott gefällig lebten. Dort werden nicht nur die Sünder, sondern auch die menschlichen Tugenden beurteilt. Dort werden viele dieser scheinbaren Tugenden im Angesicht der vollkommenste Tugend entblößt und verurteilt werden. Diese hat unsere Erlöser selbst bezeugt. Wenn eure Wahrheit, sagt er, die weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Oh, wie sehr wünsche ich, dass der barmherzige Herr mir die Freude über ihre und meine eigene Errettung in dieser und in der kommenden Welt schenken möge.